Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch mal alle SEO-Tools zeigen, die ich selber persönlich nutze und auch so ganz kurze Einblicke in die Tools geben. Da sind eben kostenpflichtige Tools dabei, aber auch kostenlose Tools dabei. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, ein paar Videos zum Thema Suchmaschinenoptimierung habe ich auf diesem YouTube-Kanal bereits veröffentlicht. Das wird in Zukunft aber auch mehr werden. Ich habe zum Beispiel mal so mehr Anfänger-Videos gemacht, so WordPress-SEO, Yoast-SEO-Tutorial. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wo ich die besten kostenlosen Tools zur Keyword-Recherche vorgestellt habe. Habe auch schon mal andere Tools vorgestellt. Und in diesem Video geht es jetzt eben darum, dass ich dir einfach mal zeige, klipp und klar, welche SEO-Tools, das ich persönlich verwende, eben welche kostenpflichtigen Tools, aber auch welche kostenlosen Tools, das ich eigentlich in meiner täglichen Arbeit verwende, und zwar eben für meine eigenen Projekte, weil ich eben selber auch Blogs betreibe, die einiges an Traffic haben und die eben auch monetarisiert sind über Affiliate etc. Und auch für Kundenprojekte, weil ich auch für lokale Unternehmen oder auch sogar für größere Unternehmen oder auch für Online-Shops Suchmaschinenoptimierung in meiner Agentur durchführe. Und ja, jetzt möchte ich einfach mal einen Einblick in die Tools geben. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, hier gibt es eben nicht nur Videos rund um Suchmaschinenoptimierung, sondern auch um WordPress, um Elementor, um Online-Marketing, um Online-Geld verdienen, um Kunden gewinnen und so weiter und so fort, Webdesign, WordPress, Elementor. Also bitte den Kanal abonnieren, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, ein Abo lohnt sich definitiv. Okay, starten wir schon mal los mit Tool Nummer 1, und zwar das ist SEMrush, und das ist eigentlich ein Tool, das ich nicht mehr verwende, das ich aber in einer kostenpflichtigen Version eine Zeit lang verwendet habe. Aber ich habe es eben verwendet und es ist sehr populär, und deswegen möchte ich es in diesem Video reinbringen, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, weil seit einigen Monaten verwende ich SEMrush nicht mehr. SEMrush ist wahrscheinlich das beste Tool für die Mitbewerber-Recherche und auch ein sehr gutes Tool eben, um Backlink-Möglichkeiten zu finden, und es bietet einfach so viel mehr. SEMrush ist einfach so ein Tool, ich möchte da gar nicht zu genau drauf eingehen, denn es ist so ein bisschen meiner Meinung nach überdimensioniert. Es bietet so viele Funktionen, auch mit Pay-Per-Click-Werbung etc. kann man hier mit SEMrush einiges optimieren. Es ist echt ein Tool, das irgendwie 1000 Tools beinhaltet. Ein riesengroßes SEO-Tool. Wenn du SEMrush nutzt, dann benötigst du kaum noch irgendwas anderes. Aber SEMrush ist eben auch nicht ganz günstig. Und deswegen bin ich eben auf eine weitere Alternative umgestiegen. Und die zeige ich dir jetzt. Ja, was ich jetzt seit einigen Wochen oder wenigen Monaten gerne nutze und was ich mehr oder weniger als den kleinen Bruder von SEMrush bezeichne, was aber für meine kleine Agentur und für meine Projekte besser geeignet ist und preislich auch besser passt, das ist SE Ranking. Allerdings möchte ich an der Stelle auch gleich sagen, SE Ranking ist nicht immer nur der kleine Bruder von SEMrush, denn es gibt einige Dinge, die SE Ranking sogar besser beherrscht als SEMrush. Also der Preisfaktor war bei Gott nicht irgendwie der ausschlaggebende Faktor zu wechseln, sondern da waren schon andere Faktoren im Spiel. SE Ranking ist eben auch ein Tool, ja, ich möchte kurz ein bisschen reinschauen, wobei ich, das ist jetzt hier kein SEO-Tutorial, aber ich bin jetzt hier mal eingeloggt. Was SE Ranking sehr gut kann, ist eben die Mitbewerber-Recherche. Also, dass ich jetzt irgendeine Webseite, ich sag mal, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal chip.de oder so, nehme jetzt einfach die Webseite chip.de und ich gebe das hier ein, google.de bei SE Ranking, und dann bekomme ich extrem viele Daten zur Webseite chip.de. Also da kann ich dann zum Beispiel sehen, was sind so die Keywords, die am meisten, die am meisten Traffic generieren, organisch, oder wenn ich hier genau auf die Details gehe, organischer Traffic, also 35 Millionen Aufrufe bei Google, also im deutschsprachigen Raum, zeigt mir das Tool an. Aber nur im nur in Deutschland, nicht im deutschsprachigen Raum, weil dann kommt eben noch die Schweiz dazu, Österreich dazu. Ich klicke jetzt mal auf Österreich, ich bin ja selber Österreicher. Und dann, also bekommt eben verschiedenste Daten. Ich kann zum Beispiel auch sehen, welche auch
Ja, Rank-Tracking kann man natürlich auch machen. Jetzt schweife ich ein bisschen aus. Ich bin jetzt gerade bei der Mitbewerberrecherche. Ich klicke mal auf Seiten, dann sieht man so, was die Seiten sind mit dem größten Traffic-Anteil. Hier zum Beispiel WhatsApp direkt online nutzen, hat ganze 6% am Traffic-Anteil, was ja, 2,16 Millionen macht und so weiter. Also man kann hier eine sehr gute Mitbewerberrecherche machen. Für was benötigt man überhaupt eine Mitbewerberrecherche? Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt für Firmen, für lokale Dienstleister, für lokale Firmen Suchmaschinenoptimierung mache, dann kann ich eben eine Recherche machen zu den Mitbewerbern, die lokal ranken, kann mal schauen, was da gut funktioniert, kann dann einige Dinge oder wichtige Erkenntnisse draus ziehen. Aber Mitbewerberrecherche kann auch für Blogger sehr sinnvoll sein, wenn du jetzt einen Blog hast zu einem Thema, sagen wir mal Fotografie oder irgendein anderes Thema, ist ja völlig egal, dann suchst du dir einfach die großen Blogs aus deiner Nische, haust die da rein, machst eine Mitbewerberrecherche und dann siehst du schon mal, was sind deren Seiten, die gut ranken, ja, was haben die für eine Keywords, die gut ranken, und du findest dann vielleicht auch ja, neue Themen für dich, neue Möglichkeiten für dich. Du siehst vielleicht, okay, der rankt da, bekommt ziemlich viel Traffic zu diesen und diesen Keywords, und das sind eigentlich Keywords, die ja, die sehr einfach sind. Ja, und wenn wir schon beim Thema Keywords sind, gibt es natürlich auch ein Tool zur Keyword-Recherche. Ich gebe einfach mal ein, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Brot backen. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder auf das blöde Beispiel Brot backen komme. Ich backe selber kein Brot und habe auch nicht vor, eins zu backen. Ja, aber da kann man eben eine Keyword-Recherche durchführen, bekommt man die ähnlichen Keywords, die Keyword-Difficult, Suchvolumen, Kost per Klick, wenn man jetzt, ja, wenn man sagt, okay, man möchte eine PPC-Werbekampagne machen oder wie viel wäre der Klick wert, etc. Wenn man natürlich auch die Aufrufe von SEO in einem Wert messen möchte, kann man das auch nutzen. Wenn ein Kunde sagt, okay, schau, du bekommst so viel Traffic durch unsere SEO-Optimierung und dieser Traffic hat gegengerechnet einen Wert von so viel Euro, den du bezahlen müsstest, wenn du es über organische Anzeigen machst. Also gibt es natürlich viele Einsatzgebiete. Man kann sogar auch eben ältere Daten abrufen und so weiter, ältere Daten mit neuen Daten vergleichen. Wobei ich sagen muss, zur Keyword-Recherche ist dieses Tool meiner Meinung nach gar nicht das Beste, das es gibt. Das war auch SEMrush nicht. Also SEMrush ist tatsächlich nicht das beste Tool zur Keyword-Recherche. Da nutze ich ein anderes kostenpflichtiges Tool. Das kommt jetzt gleich. Ja, also das war mal nur eine Backlink-Prüfung, kann man auch machen. Da kann man eben ja von eigenen Projekten, von anderen Projekten etc. Backlinks prüfen und dann auch Backlink-Möglichkeiten finden. Also so ein klassisches SEO-Tool mit noch ein paar anderen Funktionen. Man kann eigene Projekte anlegen, kann dann ein spezielles Keyword-Tracking anlegen, kann gleichzeitig die Mitbewerber tracken und so weiter. Also ein ziemlich smartes Tool, viel übersichtlicher als SEMrush. Das war auch, also die schnellere Bedienbarkeit, der schnellere Workflow war auch ein Wechselgrund für mich von SEMrush zu SE Ranking. Und das Tool wird konsequent weiterentwickelt. Und das Coole ist, es ist preislich sogar um einiges günstiger als SEMrush. Ich verlinke dir übrigens alle Tools in der Videobeschreibung und ich glaube, zu SE Ranking hätte ich sogar einen Affiliate-Link. Also wenn du diesen Link aus meiner Videobeschreibung nutzen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Damit kannst du natürlich mich und diesen Kanal, dieses Projekt auf diesem Kanal unterstützen. Vielen Dank dafür. Okay, gehen wir jetzt aber zum nächsten Tool. Ja, zu Mangools. Mangools war früher KW Finder und heißt jetzt Mangools und wurde eben erweitert und hat neue Funktionen bekommen. Mangools ist mein Lieblingstool zur Keyword-Recherche. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel darauf eingehen, denn ich habe auf diesem Kanal schon ein riesiges Video zu Mangools gemacht. Das verlinke ich dir in der Videobeschreibung oder hier oben. Und ich habe auch auf meiner Webseite robert-leitinger.com einen ausführlichen Testbericht zu Mangools gemacht. Einen kurzen Einblick gebe ich. Also es gibt verschiedene Module. Rank Tracking ist auch sehr sinnvoll, nutze ich auch. Aber vor allem Keyword Research, das ist natürlich das Herzstück. Früher hieß das Tool Keyword Finder und jetzt ist das Tool eben, also KW Finder. Und KW Finder ist jetzt ein Modul innerhalb von Mangools. Ja, da kann man eben, ich gebe da ein Keyword ein, Brot backen und ich zeige euch mal schnell, wie das dann aussieht. Man kann dann nach Region gehen und so weiter. Natürlich hat man hier viele Funktionen, aber dann bekommt man hier, okay, Brot backen hat eben in Germany mit deutscher Sucheingabe hat es 100.000 Abfragen, Cost per Klick, Keyword Difficult ist dabei,
dann eben Related Keywords, Dinkelbrot, Sauerteig und so weiter. Und dann kann man natürlich auch filtern. Ich kann sagen, filtern nach Suchvolumen, filtern nach einem Difficult Score, damit man irgendwie einfache Nischen findet. Man kann sich selber ein Filtersystem erstellen, dass man sagt, nur Keywords mit einem Suchvolumen über 1000, mit einem Difficult Score unter 30. Und so kann man ganz schnell Nischen finden. Richtig cooles Tool. Man kann dann auch noch die Fragen, die oft zu einem Keyword gestellt werden, hier mit einem Klick. Und dann die Google Autocomplete-Funktion kann man hier auch mit einem Klick generieren. Man kann sich Keywords abspeichern, in Listen speichern, als CSV exportieren und so weiter. Für mich ist KB Finder das beste Tool zur Keyword-Recherche. Aber wie gesagt, ein ausführliches Tutorial gibt es dazu bereits. Checkt das bitte mal ab, wenn euch das interessiert. Das beste Tool zur Keyword-Recherche kann ich nur empfehlen. Das nächste Tool habe ich auch schon mal in einem Video empfohlen und das ist ein richtig geniales Tool, das völlig kostenlos ist, sogar ohne Registrierung. Du musst dich nicht registrieren, du kannst es einfach so kostenlos nutzen und das ist Answer the Public und das ist einfach ein Tool, das dir einfach zeigt, du gibst ein Keyword ein und es zeigt dir einfach, welche Fragen, welche W-Fragen gibt es dazu, was spuckt die Google Autocomplete-Funktion dazu aus. Also du kannst quasi zu einem Keyword eine gute Themenrecherche machen und das Tool zeigt dir auch ganz viele Longtail-Keywords, Keyword-Variationen, bringt dir Ideen. Also wenn du einen Blogbeitrag schreiben möchtest, kannst du Answer the Public nutzen. Ich gebe jetzt einfach ich stelle hier mal um auf Germany und German, Germany und Deutschland, also Sprache Deutsch, Land Germany. Ich gebe jetzt mal das Keyword ein, Keyword Recherche, schau mal, was sie mir da ausspuckt, dann klickt man auf Suchen und dann dauert das ganz kurz, nicht lange, ein paar Sekunden und dann hat er alle Daten, die man sich dann hier auch mit einem Klick downloaden kann, als CSV exportieren kann. Also wenn du einen Blogbeitrag zu irgendwas schreiben möchtest, dann kannst du Answer the Public nutzen. Das ist ein Tool, das ich, obwohl ich kostenpflichtige Tools habe und zwar mehrere kostenpflichtige Tools, nutze ich trotzdem das kostenlose Tool Answer the Public. Also bekommt man dann alle Daten raus. Also man kann sich das so schön visualisieren lassen in der Grafik. Zum Beispiel Fragen, was ist Keyword-Recherche? Wäre zum Beispiel in der Frage, wie funktioniert Keyword-Recherche? Wie mache ich Keyword-Recherche? Man kann sich das eben dann auch so darstellen lassen. Also zum Beispiel hier, wie funktioniert Keyword-Recherche? Wie mache ich Keyword-Recherche? Was ist Keyword-Recherche? Und dann hier eben die Prepositions, dann eben ja, Vergleiche, dann hier Google Autocomplete, geordnet nach den Buchstaben im Alphabet. Also du kannst wirklich mit Answer the Public, das ist meiner Meinung nach das beste kostenlose Tool zur Themenrecherche oder wenn du wissen möchtest, was eben zu einem Keyword, was es da für eine Related Keywords gibt, für eine Longtail-Variationen gibt. Wenn du einen Blogbeitrag schreiben möchtest, gib das Hauptkeyword hier ein und du bekommst viele nützliche Daten, die dir weiterhelfen. Das nächste Tool, SEO-Tool, das ich nutze, das kennt sicher keiner. Wenn du es kennst, schreib unbedingt einen Kommentar. Ich glaube nämlich nicht, dass das wer kennt. Das heißt Postpace. Und das ist eigentlich ein ganz simples Tool. Da möchte ich auch kurz einen Einblick geben. Also hier bin ich in meinem Account. Und da kannst du einfach auch das Thema von deinem Hauptkeyword eingeben, zum Beispiel von einem Blogbeitrag. Und der zeigt dir dann schon mal alle Konkurrenten. Das ist jetzt nichts Besonderes. Die könntest du auch ergoogeln oder die siehst du auch in anderen Keyword-Tools. Aber der gibt dir einfach so, das finde ich eben für Blogger ist das eben ein cooles Tool. Und ich schreibe ja auch immer wieder Blogbeiträge zu verschiedenen Projekten, die ich betreibe. Und da kann man eben, was ziemlich cool ist, ist hier schon mal diese Übersicht. Also der zeigt dir dann gleich die Top-Artikel, also nach Ranking, Rank 1, Rank 2, Rank 3. Und zusätzlich zeigt er dir dann gleich die Artikelstruktur. Das heißt, ich muss die Artikel gar nicht öffnen und hier eruieren, was haben die so, sondern der zeigt mir dann gleich, okay, der H1-Titel ist der. Dann die Unterüberschriften, also die haben witzigerweise hier H2 übersprungen, also die haben hier dann H3, H3, H3. Aber da kann ich dann mit einem Klick, sehe ich auf einen Blick, wie die Artikel aufgebaut sind. Und zusätzlich zeigt er mir nur die Artikellänge der Top 10 Beiträge und gibt mir weitere Daten. Und ich kann mir dann auch mit einem Klick diese Überschriften rauskopieren und mir so ein Content Briefing erstellen. Also das ist ein Tool, das für Blogger interessant ist. Das ist auch ziemlich billig. Ich habe das mal kostenlos getestet und hat es mich überzeugt. Kostenlos kann man das, glaube ich, auch nach wie vor nutzen für, ich weiß nicht, ob ich hier kostenlos, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Free Trial.
ohne Kreditkarte und dann hat es mich überzeugt und dann habe ich es gekauft. Ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung, ist kein Affiliate-Link, ich weiß gar nicht, ob die ein Affiliate-Programm haben. Ja, ist ein cooles Tool, für Blogger ist es interessant, es ist aber bei Gott kein echtes SEO-Tool, also jetzt ist jetzt nichts, wo du eine Konkurrenzanalyse machen kannst. Du kannst auch keine klassische Keyword-Recherche mit Postpace machen, es ist einfach ein reines Blogger-Tool, also es ist, ich würde mal sagen, ein Tool zur Themenrecherche. Aber Themenrecherche ist natürlich auch ein großer Punkt, vor allem was das SEO für Blogbeiträge betrifft, ein sehr großer Punkt sogar. Also für Blogger ist es ein sehr empfehlenswertes Tool. Ja, also ich glaube, genau, SEMrush habe ich vorgestellt, SE Ranking, Mangools, Postpace und Answer the Public, dieses großartige kostenlose Tool. Das sind eben so die Haupt-SEO-Tools, die ich persönlich nutze, die ich eben nutze für eigene Projekte, die ich aber in meiner Agentur CodeRocker auch nutze für Kundenprojekte. Schreib mir doch bitte mal in die Kommentare, welche SEO-Tools du so nutzt. Und ich habe auch schon ein Video gemacht, die besten kostenlosen Tools zur Keyword-Recherche. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Ansonsten glaube ich, war es das wieder mit diesem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte gib mir einen Daumen nach oben. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte abonnieren. Es wird sich lohnen. Ansonsten bedanke ich mich herzlichst fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!